In diesem Video zeigen wir euch die besten Analogkameras für Einsteiger. Wenn ihr euch eine analoge Kamera kaufen wollt, gerade als Anfänger, steht ihr vor einer riesigen Auswahl an Kameras, denn es gab sowohl für Hobbyfotografen als auch für Kinder und natürlich auch für Profifotografen eine ganze Bandbreite an analogen Kameras, die euch jetzt für günstige Preise meistens zur Verfügung stehen. Wir haben hier mal so eine ganze Palette an Kameras hingestellt, wo wir denken, die wären ganz gut geeignet für Anfänger. Fangen wir mal mit der Sucherkamera an. Die heißt Sucherkamera, weil man hier durch den Sucher schaut und nicht durch die Linse. Ich habe hier auch so ziemlich kaum Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann hier nur einen Film einlegen, den Film weiter fortführen und dann den Auslöser drücken. Das Einzige, was ich also einstellen kann, ist, wo halte ich die Kamera hin? So eine Kamera nimmt dann solche Kleinbildpatronen wie diese hier. Ich mache das mal eben auf. So sieht das dann von innen aus. Und hier wird dann die Patrone eingelegt, drüber gezogen, zur Spule und dann dreht die hier weiter. Diese Kamera hat schon ein automatisches Bildzählwerk. Das heißt, hier wird euch auch angezeigt, wie viele Bilder ihr schon gemacht habt, beziehungsweise wie viele Bilder ihr noch machen könnt. Also, das ist wirklich eine ganz einfache Kamera, wenn ihr einfach mal anfangen wollt mit der analogen Fotografie und keine Ahnung habt von Belichtungszeit, Blende, ISO und so weiter. Kauft euch sowas, gibt es schon für 5 bis 20 Euro. Auf Flohmärkten findet man sowas auch ganz oft. Der Bruder dieser Kamera ist dann sowas. Das gibt es dann auch noch mal ein bisschen cooler hier mit der Linse zum Zumachen. Und hinten haben wir dann einen anderen Bildausschnitt. Das führt dazu, dass wir Panoramaaufnahmen machen können. Ist ganz interessant. Könnte ja so auch als die Hasselblad X-Pen für Arme bezeichnet werden. Aber trotzdem auch eine interessante, einfache Einsteigerkamera, weil auch hier kann man nichts einstellen, außer wohin halte ich die Kamera. Dann haben wir solche Geschichten hier. Das ist eine Kompaktkamera, ähnlich wie auch die Sucherkamera. Ist das aber auch eine Sucherkamera, weil ich gucke hier durch den Sucher. Hier kann ich schon ein bisschen mehr machen. Ich kann hier zum Beispiel einen Blitzer zuschalten. Ja? Da müsst ihr darauf achten, wenn ihr so eine alte Kamera kauft, dass der Blitz auch funktioniert, denn meistens sind die Birnen kaputt oder die Schaltkreise sind irgendwie zu alt und das funktioniert nicht mehr. Aber auch hier ganz einfache Möglichkeiten. Ich kann hier einen Film einlegen, rüberziehen, zumachen, Film fortführen. Er stoppt automatisch, wenn das nächste Bild erreicht ist. Ich drücke drauf, mache mein Bild und es geht weiter. Und diese Kameras funktionieren auch oft ohne Batterien. Das heißt, da müsst ihr auch keine Gedanken machen, ob alle Funktionen funktionieren, wenn ihr da keine Ahnung von habt. Also mein Tipp an euch, Sucherkameras auf jeden Fall für Einsteiger mega gut geeignet. Das ist eine Kompaktkamera, die schon ein bisschen mehr kann. Wenn ich die hier einschalte, dann kann ich sogar hier das Objektiv rausfahren und bekomme so von 38 bis 76 mm einen Brennweitenbereich. Das heißt, ich kann zoomen und ein bisschen weitwinklig auch fotografieren. Oder halt eben im Telebereich fotografieren. Und ich habe hier auch noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann verschiedene Blitzeinstellungen wählen. Ich kann verschiedene Fokuseinstellungen wählen. Die Kamera hat schon Autofokus und nicht wie die Sucherkameras. Die arbeiten da mit einem festen Fokus. Da kann man ja gar keinen Fokus einstellen. Das wäre so die nächste Stufe, die ich empfehlen würde. Wenn man dann Lust hat, auch, sag ich mal, ein bisschen flexibler zu sein. Gerade in der Brennweite, wenn man hier zoomen kann. Das macht schon Spaß, da kann man wirklich viele verschiedene Sachen mitmachen. Problem bei diesen Kameras ist, dass sie halt einfach auch oft kaputt sind. Weil die so alt sind, geht der Zoom kaputt, der Verschluss funktioniert nicht richtig. Wie könnt ihr das testen? Einfach mal Batterien einlegen und dann aufmachen. Dann sieht das so aus wie hier. Und in der Regel, wenn die so einen automatischen Filmfortführer haben, also wenn ich hier kein Rädchen habe, dann macht er das mit einem kleinen Motor. Wenn ich dann zumache und er macht was, heißt das für mich, okay, schon mal der Filmfortführer funktioniert und wenn ich dann hier oben drauf drücke und er löst aus, umso besser. Manche Kameras lösen nicht aus, wenn kein Film drin ist, da gerne drauf achten. Aber solche Kompaktkameras waren super beliebt, auch in den 90er Jahren. Da ist so ziemlich jeder Opa im Urlaub mit rumgelaufen. Auch eine coole Kamera, die wirklich einfach zu bedienen ist, ist so eine Holger. Die gibt es sogar noch neu zu kaufen. Die hat natürlich jetzt keine super Bildqualität, macht aber trotzdem voll interessante Bilder. Da kommt dann Mittelformatfilm rein. Das sind dann solche Patronen hier, die sind ein bisschen größer. Aber ich habe natürlich auch mehr Bildqualität. Aber auch die Mittelformatfilme könnt ihr bei Rossmann und Co. entwickeln. Das geht ohne Probleme. Das Coole an dieser Kamera ist auch, ich habe sehr wenig Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann hier nur einstellen, fotografiere ich eine Person,
eine Gruppe von 3 Personen oder eine Gruppe von mehr Personen oder Berge. Also es ist einfach der Fokus, der eingestellt wird in einer bestimmten Richtung. Und dann kann ich hier den Auslöser drücken. Den Film muss ich selber fortführen. Da kommt auch kein Klick und hört auf oder so. Dafür habt ihr hier hinten ein kleines rotes Fenster, denn auf den Mittelformatfilm steht drauf, welche Bildnummer gerade an der Reihe ist. Das heißt, man kann mit dieser Kamera auch Doppelbelichtung machen. Ich könnte einfach zweimal fotografieren und schon habe ich eine Doppelbelichtung. Also für die Leute unter euch, die eine ganz einfache Analogkamera haben wollen, mit der man auch ein bisschen künstlerisch was machen kann, so eine Holger, echt coole Sache. Als nächstes auf unserer Liste, auch eine analoge Kamera, aber immer noch neu erhältlich, ist die Fuji Instax. Das ist quasi so ein Nachbau einer Polaroid-Kamera. Die könnt ihr hier unten öffnen. Da kann man hier einstellen, wo man sich gerade befindet und dann einfach ein Foto machen. Und das Foto kommt dann schon gedruckt hier raus. Ist ein bisschen teurer, als mit so einer kleinen Bildpatrone zu fotografieren. Denn ein Film hat hier 10 Bilder und der kostet um die 10 Euro, je nachdem, ob ihr den im Angebot bekommt oder nicht. Aber man hat natürlich sofort kleine Bilder, mit denen man arbeiten kann. Ist auch ziemlich cool. Noch eine Kamera, die auch meiner Meinung nach gut für Einsteiger gedacht ist, die schon ein bisschen Erfahrung mit Fotografie haben, ist so eine Lochkamera. Das ist einfach nur ein Kasten aus Holz, der dann hier ein Loch hat, wo er Filme belichtet wird. Da kommen auch solche Mittelformatfilme rein. Die Belichtungszeiten sind ein bisschen schwer zu berechnen, aber man bekommt so einen Belichtungszeiten-Umrechnungschart. Ich habe mir das kopiert und mal hier hinten drauf geklebt. Da kann man ein bisschen so umrechnen, wie die Belichtungszeiten werden. Aber so für experimentelle Fotografie, einfach mal was Neues ausprobieren und so weiter, gibt das voll interessante Bildergebnisse. Dieses Bild zum Beispiel wurde mit dieser Kamera hier fotografiert und ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Als letztes empfehle ich euch die gute alte Spiegelreflexkamera. Das hier ist eine Pentax K1000 und es gibt Spiegelreflexkameras, bei denen wie hier alles manuell einstellbar ist. Aber es gibt auch welche, die zum Beispiel auch Programmautomatiken haben, wie die Canon AE1 Programm. Da könnt ihr dann entscheiden, ob ihr erstmal im Programmmodus fotografieren wollt oder ob ihr alles manuell einstellen wollt. Weil schön wäre ja, wenn man mit der Kamera wächst. Das heißt, man fängt an, macht erstmal ein bisschen was und dann merkt man, oh, jetzt kann ich aber hier manuell mal dran drehen und diese Einstellung gefällt mir besser, ich möchte mal die Blende ändern und so weiter und so fort. Aber damit zu fotografieren ist gar nicht so schwer. Stellt doch mal Blende 8 ein, stellt doch mal Belichtungszeit 125 ein und eure ISO stellt ein die Hälfte von eurem Film. Also in dem Fall zum Beispiel hier wäre das ein Kodak Gold 200. Da stellen wir mal 100 ein. Und das seht ihr dann schon, wenn ihr hier durchguckt, ist so ein kleiner Pfeil, der zeigt euch, ob zu viel oder zu wenig Licht ist. Und wenn zu viel Licht ist, dann schließt ihr einfach die Blende, geht zum Beispiel auf 11 oder 16. Und wenn zu wenig ist, dann macht ihr die einfach wieder ein bisschen auf. Und das ist dann die einzige Einstellung, mit der ihr rumspielt. Und dann bekommt ihr schon Top-Bildergebnisse. Also, auch mit so einer Spiegelreflexkamera kann man als Anfänger gute Bilder machen. Ihr habt natürlich dann die Möglichkeit, hier auch die Objektive zu wechseln. Die kann man abmachen und sich einfach mal ein neues, schönes 50er holen oder. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn ihr auf den gängigen Portalen nach Kameras sucht, zum Thema Spiegelreflex, gerne mal eingeben K1000, Canon AE1, Nikon F2, F3. Das sind so klassische Spiegelreflexkameras, mit denen man gut arbeiten kann. Für die Kompaktkameras, also das, was das hier angeht, da könnt ihr mal suchen nach Samsung, da könnt ihr suchen nach Olympus. Da gibt es auch was zum Beispiel von Nikon in dem Bereich. Also aus den 90ern gibt es sehr viele Kompaktkameras, die man heute noch bekommt, die auch gut funktionieren. Diese ganz einfachen Sucherkameras, da würde ich einfach mal nach Sucherkamera suchen. Da findet man was in die Richtung. Oder natürlich die Holger, die könnt ihr natürlich auch noch neu kaufen auf den gängigen Marktplätzen im Internet. Wenn ihr mehr über die analoge Fotografie wissen wollt, dann schaut euch mal unseren Online-Kurs an, Analogfotografie Grundlagen. Da gibt es unter anderem zum Beispiel auch eine Lektion, wo wir ein paar Tipps geben, worauf man achten sollte, wenn man sich eine gebrauchte Analogkamera kauft. Da gibt es nämlich so ein paar Fallstricke und ein paar Dinge, worauf man achten sollte. Den Link zum Kurs findet ihr in der Videobeschreibung. Bis dann. Ciao.